Sitar ist ein persisches Wort. Se ist drei. Tar bedeutet Seite. Setar. Nach der Islamisierung des Iran vor 1400 Jahren ist das sogar durch Hofmusiker nach Indien gebracht worden und dort hat eine Weiterentwicklung erfahren. Aber Gitarre, also die Wurzeln sind ungeklärt. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt es von Sitar oder Gitarre, verwandt mit griechischem Zither. Oder vielleicht ist es verwandt mit Setar. Man weiß es nicht. Gut. Der Korpus ist das Maul, Maulbeerbaum. Das ist ein Stück Knochen. Der Steck ist das Horn. Und es ist ein Stück Haut, Schaffhaut, Pergament. Kurze Einführung. Das Instrument, was ich in meiner Hand habe und halte, ist für das österreichische Auge ein Begriff. Es endet einem Achtelglas Rotwein. Aber in Wahrheit ist es kein Achtelglas Wein. Aber es gibt eine Theorie, die wirklich das Instrument von einem Gelätschen nachgebildet ist. Es ist nicht aus Ton gebaut, sondern aus einem Stück Holz geschnitzt. Üblicherweise wird für Tonback Maulbeerholz benutzt. In den letzten Jahren eher Esche und Nuss. Aber typisch war es aus dem Maulbeer. Die große Öffnung oben und die kleine Öffnung unten. Es gibt zwei Öffnungen. Die größere Öffnung oben ist bespannt mit Ziegenfell, Kamelfell oder Kahl. In meinem Fall ist es ein Kahl. Und ja, das ist das Hauptinstrument der persischen Musik in der Percussion und Rhythmisch. Wird auch normalerweise ist in Begleitung von Tar. Zu dem anderen Instrument komme ich dann. Oder jetzt? Ja, gut. Ich wollte euch noch kurz eine kleine Geschichte vom Instrument erzählen. Tonback bis Mitte des 20. Jahrhunderts war kein Soloinstrument. Also bis dahin war es eher ein Begleitinstrument. Aber der Hossein Tehrani, der Meister Hossein Tehrani, hat das Instrument von der Bühne als auch Soloinstrument eingeführt. Und in den 60er, 70er Jahren war quasi der Beginn. Eintritt auch als Soloinstrument. Und bis heute gibt es diese Schule von Hossein Tehrani. Er ist schon tot längst, aber seine Schüler haben nach wie vor seinen Weg weiterverfolgt. Das zweite Instrument ist eine Rahmentrommel, wie überall auf der Welt, mit dem Unterschied, dass hinten Schellen vorhanden sind. Also es gibt ein Märchen, dass die Schellen die Anzahl der Eheringe eines Mannes sind. Aber dieser Märchen ist nicht echt. Einmal, man heiratet einmal im Leben. Und das Effekt ist darauf sehr spezifisch. Es wird auch aus Maulbeerholz und Nussholz gemacht. In meinem Fall ist das aber kein richtige Membran, das ist ein Kunstfell. Weil in Österreich alle Musiker, die Instrumente haben, die mit Membranfell sind, leiden unter Feuchtigkeit und Umschwung von Wetter. Daher wurde ein Kunstfell gebaut, was aber optimal ist, also total echt klingt. Dazu kommen wir dazu. Müsstest du ein bisschen drauf spielen? Ja, also einfach auf der. Genau. In Iran, am ersten wird Daf in Westen Irans gespielt. Die kleinere Version, Dayere,
schreibt man mit H am Ende, Daire, wird in der Folklormusik Aserbaidschan, Khorasan, also Norden, Nordwesten, Osten, Zentraliran gespielt. Dafür ist ein typisch kurdisches Instrument. Und es ist nicht nur iranische Ursprung, sondern es ist eigentlich kurdische Sprung. Es ist das älteste Instrument der Welt, sagt man. Also die Iran-Trommel kommt überall vor, in Südamerika ohne Schellen. In Mongolei als Schamanentrommel ist er und mit den Schamanenzeichnungen darauf. In meinem Fall gibt es keine Zeichnung. Bei den Sufis im Iran wird auch Daf gespielt, also der Samar-Tanz wird hauptsächlich von Daf begleitet. Und ich werde euch jetzt einen Samar-Rhythmus, heißt Hayallah, spielen. Das ist in der, oder ihr sagt mir danach, wer sich mit Rhythmus auskennt, in welchem Rhythmus das ist. Und ihr könnt darüber schreiben. Thank you.
Thank you.
Gut, wer hat Fragen zu der Musik? Ist es ein klassisches Liederspecial? Ja, das war eine Form, die zu Improvisation erfunden worden ist. Das war ein Sechs-Achtel. Normalerweise, also das ist ein Nationalrhythmus, Sechs-Achtel. Kommt sehr oft vor. In Iran, Tadschikistan, Usbekistan, Aserbaidschan. Das ist sehr verbreitet. Also ist es auch quasi so normal, dass man quasi bei alter Musik, auch klassischer Musik, auch viel improvisiert hat? Ja, richtig. Im Bereich der klassischen Musik war es. Kann man zum Beispiel als Volksmusik. Denselben Rhythmus benutzen, aber es hat einen ein bisschen anderen Charakter, also in einem anderen Modus. Im arabischen Raum tanzt man, also Bauchtanz, in zwei Viertel Takt, im Iran sechs Achtel unbedingt. Also so ein Stück. Sie haben gesagt, es ist improvisatorisch. Improvisiert ihr beide oder du improvisierst und du machst immer denselben Rhythmus oder du musst ihm folgen? Wie funktioniert das? Mit Castro ist wirklich, wir spielen seit 18 Jahren zusammen. Also wir sind irgendwie zusammengewachsen. Also er kann vorhersehen, was ich spielen werde. Dann er macht mit und ist wirklich wunderbar, macht ein Tippisch für die Melodie. Und zum Beispiel das Stück, was wir gespielt haben, haben wir früher gespielt, aber die Melodie war nicht eins zu eins. Es gibt Ausweichungen und Amir Castro begleitet mich immer anderes. Also so in einem Fluss kann man nicht zweimal schwimmen, das ist genau so. Sind das also selbst komponierte Stücke, oder? Das ist eine Idee. Das ist eine Idee und ich praktiziere das. Also ich realisiere es. Nach einem bestimmten Modus? Oder? Modus, sicher, sicher. Okay. Sicher. Kannst du vielleicht darüber auch ein bisschen etwas erzählen, über die verschiedenen Modi? Ja. Also ich war, bevor ich das in mein Land verlassen habe, war ein Anhänger der einer verwestlichen Musiktheorie, die von einem namhaften Musiker namens Waziri publiziert worden war in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.
Seit 30 Jahren gibt es neue Strömungen. Also zum Beispiel, also darf ich. Tetrachord, Tetra 4, was ist Chord? Was, wer weiß, was Chord bedeutet? Ich habe eine Stadt mit. Das ist ein Akkord in generell? Ein Chord, Tetrachord, was bedeutet? Tetra ist 4, Tetaris. Chord ist Seite in Latein. Aber diese Seite, das ist eine Darmseite. Ich verwende es also für meine Bünde, so diese. Die sind alles da. Früher hat man einfach durchgehen. Ja. Die Griechen haben damit die Seide, Seiten verwendet. Das nannte man Chord. Aber man sieht hier, das sind Tonschritte. Also C. Das ist eine Darmseite. Darmseite, ja. Das sind C, D, E, F. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4 im Bereich eines Tetrachords. Vier Schritte, Tonschritte oder vier Bünde. Warum haben die Griechen nicht gesagt vier Bünde oder vier Tonschritte? Vier Seiten, warum? Also, ich hätte die Bezeichnung. Als Tetra-Bünde verwendet, so bei meinem Instrument. Aber warum die Griechen haben die Seite? Es war, weil das übliche Instrument Leier war und Harfe. Und die Seiten waren gleichzeitig die Tonschritte. Und ja, das ist zum Beispiel ein C-Dur. Wir haben einen ähnlichen Modus, aber die Tonika stellt sich in die Mitte. Das ist ein Zentralton. Hier in Europa nennt man es Grundton. Das Problem ist, dass die Tonika selbst Grundton bedeutet. Also ich verwende Zentralton, weil diese Tone steht im Zentrum. Dieser Tetrachord, ein Oktave tiefer, also stellt sich vor dem Zentralton, also G, A, B, jetzt C ist Zentralton und dieser Tetrachord bleibt auf rechts, also Re, A, D, E, F, G. Also die Trennung ist in der Seite. Dieser Ton, also der große Unterschied zwischen beiden Systemen, ist es, dass der Zentralton von für diesen Ton keine Oktave gibt. Es gibt nur einen wichtigen Ton und das ist der Grundton oder der Zentralton. Und ist quasi als König. Also alle anderen Töne sind das Diener und Palastangestellte. Alle dienen diesen einen Ton. Also ich versuche nur kurz zu spielen. Das ist wie ein Arbeitsplatz für einen Komponisten. Also hier kann man mit dem Ton beginnen und hier das Stück beenden. Aber in der persischen Musik, das ist der alleinige Ton. Also hier beginnt man und hier geht alles zu Ende. So, es gibt keine Oktaven. Also als Komponist kann man frei
ein Stück so komponieren. Aber wenn man traditionell spielt, zum Beispiel C-Dur, was ich gerade geschrieben habe oben, also Orgelstaubleiter. Und das Persische, das nennt sich Mahu, Major, so. Das ist der Zentralton. Das ist der Unterschied zwischen einem Modus und einem so europäischen Tonart. Ja, es gibt 12 Hauptmodi und über 30 oder mehr, weil das Land ist sehr groß. Und es gibt 2 Schulen in Tabriz, also ganz im Norden, Tabriz. Tabrizi Schule, Esfahan Schule in der Stadt Esfahan und Teheran. Also wir haben 3 klassische Schulen. Also es gibt vielleicht über 100 Modi, weiß man nicht. Es gibt keine Statistik. Aber in Teheran ist es so. Welche Schule hast du gelernt? Bitte? In welche Schule? Teheran. Ja. Ja. Wie heißt die andere? Esfahan, von der Stadt Esfahan. Esfahan ist im Zentrum, okay. In Richtung Süden. Tabriz ist Norden Aserbaidschan und Teheran ist ja, zwischen Esfahan und Tabriz. Es gibt 3 Haupttetrachords, also das ist so bezeichnet, A, B, C. So, ich beginne mit C, weil die Leerseiten bei meinen Instrumenten klingen so. C, C. C, D, G ist ein vierter Ton. Das schreibt sich so, aber es ist kein P. Das ist ein B im Spiegel andersrum. Hier ist eigentlich ein B, aber andersrum, als das Arabisch nennt man es Koron. Koron bedeutet ein Viertelton. F, das ist der erste Tetrachord, A und G. Also die Abstände, ein Ganzton. Dreiviertelton, wiederum Dreiviertelton. Also auf Persisch kann man es Rast nennen, weil es gibt einen Modus namens Rast. Und dieser Tetrachord spielt eine große Rolle bei diesem Modus. Der zweite Tetrachord, G, A, H, wiederum C. Das sind Ganzton, Halbton und wieder Ganzton. Warum 4-4? Weil theoretisch, sozusagen zwischen C und zum Beispiel D, gibt es einen Halbton. Dieser Halbton wird in 2 Teile verteilt, geteilt. Also wir haben dann 2-mal Vierteltöne. Diese Hälfte wird also so gelassen ohne Bünde, weil es ist dann so viel Bünde, da kann man nicht spielen. Aber theoretisch steht alles, also jeden Ganzton in 4 Teile geteilt. Also 4 Vierteltöne.
Die sind nicht exakt. Die sind nicht exakt. Jeder Musiker kann Filtertöne nach seinem Geschmack. So, weil die Bünde sind, kann man es versetzen. So. So geht nach vorne, nach unten, so kann man es verändern. Und also deswegen habe ich hier Downtone als Vierviertel bezeichnet. Okay, das ist B. Und im ganz Orient funktioniert das Schema. Wie du gehst, also diese Tonschritte sind eigentlich gleich. Die Abstände sind wichtig. Also man kann von jedem beliebigen Ton anfangen. Dann ein A, das ist ein Halbton. Dann ein B, wieder ein C. Das ist ein Dreiviertelton. Das ist vier Viertel plus ein Viertel. Also ich nenne es immer schnell 5 Viertel. Und dann halb. Als Kombination dieser drei Tetrachorde haben wir die gesamte Modi in Orient. Im ganzen Orient kann man die Modi, Haupt- oder Nebenmodi gewinnen. Ist schon fertig? Kann ich? Ist das absichtlich, dass das A beim obersten Tetrachord dabei steht? Also soll der Tetrachord quasi dann ein A sein? Das? Bei Coron. Coron, ja. Dabei. Ja, das ist ein Coron, das ist ein Viertel. Ich meine, unter den Tetrakorden sind immer Buchstaben A, B. Aha, nein, das ist. Okay. Entschuldigung. Von vorher. Ja, gut. Also, wir werden zwei Systeme daraus gewinnen: A plus B, A plus B und A plus C. Und auf diesen beiden Systemen, das sind die zwei Flüsse, kann man die gesamten Modi in ganz Orient herausfinden. So. Ist Alika schon mit mir dabei? Das erste System. So. C. E, Viertelton, F, plus B. Es kommt ein E, ein A, ein H und ein C. Okay. Das ist unser erstes System, also ich nenne es Aleph. Das ist A und weiter, das macht A plus B, jetzt kommt A plus C. Jetzt, Anke, kannst du bitte helfen? Beim ersten System mache ich so ein Pfeil drauf. Ich spiele es ganz geschwind. Also ich werde nur die Hauptmodi, die 12 Hauptmodi, nur einigen davon spielen. Also C, D, vier Viertelton, E, F, plus G, A, das ist ein B. Bitte, kannst du statt H folgen B. Ja, statt H, B. Ja. Nein, das ist richtig, richtig. Das ist richtig. Nein, tut mir gut. Ich kann so einen Pfeil auf C machen. Also ich nehme jetzt C aus meinem Zentralton. So. Jetzt ein Pfeil auf D. So, es ist sehr, sehr fein.
Wirkbar. Darf. Darf? Ja, so. Ein Pfeiler. Aber es ist wirkbar. Also. So. Ja, danke. Auf D. Also, der erste Modus hieß Rast, was ich gerade gespielt habe, Rast. Jetzt kommt Modus Schur auf den nächsten Ton. So entsteht ein modales System. Aber im zweiten System, auf den dritten Ton, E, ein Pfeil, in den Städtenmodus Sega. Das ist aber ein Viertelton. Auf F. Modus Mahu, also ein bisschen ähnlich der dem europäischen Dur. Ja, das ist Mahu. Jetzt bitte unten. Auf den sechsten Ton, auf den 4, 5, 6, ja, aber die sind 1, 2, 3, 4, ja, auf den sechsten, Modus Homayun, das, der Grundton, der Zentralton ist wieder ein Viertelton. S-Wahn. Also wir haben eine Schule, S-Wahn-Schule, und wir haben einen Modus namens S-Wahn. Also beides zeigt, wie wichtig diese Stadt für die Musik war. Eine sehr alte Stadt, S-Wahn oder Isfahan. Das ist ähnlich wie europäischer Moll.
am Anfang zusammen gespielt haben, war in Eswa. Das englische Spiel. Und es gibt eine Reihe von Nebenmodi, ich rede nicht mehr davon, weil es sind so viele. Aber so funktioniert es. So ein modaler, eine modale Musik kommt zustande. Und eigentlich sehr einfach, muss man aber lang lernen. Vieles muss man auswendig lernen, weil es wird, es gibt Noten, aber der Meister spielt und der Schüler macht nach und irgendwann hat man alles inne. Aber es dauert über 5-6 Jahre. Was da dargestellt wird, ist jetzt nur eine Struktur. Das heißt, zum Beispiel Modus Alif kann ich jetzt nur auf C spielen oder das Set, also der Modus kann ich auch, sagen wir, auf F spielen. Ja, das ist einfach nur eine Struktur. Das ist eine Struktur. Wichtig ist, die Abstände zu lernen. Ja, genau. Also Sie können G zum Beispiel als Anfangton nehmen. Und man, so in Praxis sollte man auch, weil für Frauen und Männer, wenn sie singen, wenn ich begleite, ich kann nicht immer die gleiche Tonhöhe spielen. Muss man verschiedene spielen. Nicht? Zum Beispiel Eswan, was ich gerade gemacht habe, das war für Männer bestimmt. Auf C. Aber wenn ich für Frauen spiele, auf F, ist besser. Bleiben dann quasi die Viertelnoten auf den gleichen Stellen, auch wenn man mit G beginnt, bleibt trotzdem das E die Viertelnote? Nein, also die Schritte muss man aufpassen. Die Schritte verschieden? Ja, ja. Okay. Ja. Die Namen ändern sich, die Töne, die Abstände sind immer gleich. Außerdem, also ich habe das alles vor 20 Jahren geschrieben, es gibt ein Buch und dieses Buch gibt es in der Bibliothek hier. Da kann man finden. Einige Seiten hinten sind auf Deutsch, also alles ist schon drin. Wie alt ist das jetzt für mich? Dieses ist über 90 Jahre alt, 10, 100 Jahre, 100 Jahre alt ungefähr. Das speziell? Das. Aha, die Tauermeine sehen es in allgemein. Das ist ein ziemlich neues Instrument in der persischen Musikgeschichte. Ich glaube, 400-500 Jahre. Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, 400-500 Jahre. Dieses Instrument ist auch sehr alt, hat mehrere Brüche erlebt. Und mein Instrument, mein geliebtes Instrument, wurde, als ich das Land verlassen habe, beschlagnahmt und zerstört. Damals nach der Revolution, islamischen Revolution, das war so eine besondere Atmosphäre. Die Theologen waren an der Macht und nach der islamischen Theologie nicht nur Musik. Alles, was einen vom Gott oder von der Religion abbringt, ist verboten. Und die Musik war sehr verhasst. Die Musiker haben das Land verlassen, die Sänger, viele sind verhaftet worden. Und leider, ich habe mein Instrument dadurch verloren, aber das war ein Geschenk eines Freundes und dieses, der Klang ist nicht besonders so, wie ich will, weil der Korpus ist klein. Das ist ja alt. Damals hat man das Instrument so auf der Brust gedruckt und so gespielt. Heutzutage, der Korpus ist zweimal zu groß, bis hierher, da kann man nicht mehr so spielen, das kommt auf Schuss. Auf dem Schuss legt man und spielt. Und ich muss aber euch beruhigen, inzwischen ist die Musik sehr salonfähig geworden und ist ein Boom erlebt, hat die Musik erlebt, weil also ich habe vor 17 Jahren in Teheran selber gesehen, wie die Familien ihre Kinder zur Musik schulen, so mit einem wirklich mit einer Beharrlichkeit.
Und fast jeder spielt ein Instrument. Das ist unglaublich, wie zur Zeit der Renaissance in Europa vielleicht. Und es gibt alle Arten Musik, also inzwischen ist alles viel besser. Aber damals war Krieg und ich glaube, das war ein Grund dafür. Man wollte alle Jugendlichen zum Krieg schicken. Deswegen sich mit der Musik oder Malerei zu beschäftigen, war ein Luxus, das niemand leisten konnte. Und ja, aber die Zeiten sind schon vorbei. Außerdem, das Blechtrum, also ich spiele Blättchen, das ist ein Stück Bronze mit Wachs versehen und hält man zwischen diese zwei Finger. So. Und ja, das Pergament oder die Haut spielt eine sehr große Rolle, weil man kann so damit vibrieren. Solche Töne kommen sehr gut bei den Versen an. Also, wenn man die Augen ein bisschen zusammen, also nur den Schatten betrachtet, diese Form sieht man auch bei der Gitarre, bei einer Geige, überall. Es ist eine goldene Form. Und ob die Gitarre davon kommt, oder Geige von der Gitarre, weiß ich nicht. Aber überall auf der Welt verwendet man so eine Form. Stamm wird in zwei Teilen geteilt. Hier kann man die Linie sehen. Und ausgeholt und dann zusammengeklebt wieder. Und so kann man ein Tar bauen. Mit einem Tar. Und was zur Stimmung? Also wenn wir jetzt A sagen, ist eigentlich unser A oder ein anderes A? Nein, also nicht, weil auch in Europa Geige und Klavier sind ein bisschen, es gibt kleine Ausweichungen. Also Klavier ist temperiert, die Töne sind vorher bestimmt, aber wenn ein Geiger ein Klavier begleitet, so kann er spüren, dass es eine sehr leichte Ausweichung. Also hier, weil die Bünde versetzbar sind, kann man die Töne selbst eigentlich erzeugen. Und, aber es gibt heutzutage Stimmgeräte, wo man viele ihre Bünde damit fixieren. Eigentlich, ja, aber ich glaube, es ist nicht natürlich und man versucht nachher, so grob, als man grob alles fixiert hat, versucht man wieder die Bünde so zu versetzen, dass die Töne ein bisschen natürlicher klingen würden. Gitarre? Ich? Leider nicht. Und seit wann spielen Sie Tar? Tar. Also ich habe was anderes studiert. Ich habe Architektur studiert und das bei uns ist es so gang und gäbe, dass die Architekturstudenten ein Musikinstrument, normalerweise klassische Instrumente spielen. Und wir waren so ein Jahr vor der Revolution, war ich auf der Universität. Und meine Kollegen haben beschlossen, ein Orchester zu bilden. Und wir waren auch 9 Leute und jeder hat ein Instrument gewählt und ich habe das ausgesucht und aus diesen 9 sind nur 3 geblieben, weiter geübt und leider zu keinem Orchester gekommen.
Aber ich muss auch das Land verlassen, weil ich wurde bald aus dem Musikstudium ausgeschlossen. Eigentlich jetzt 37 Jahre, seit 37 Jahren. Sind Sie in Wien? Seit 30 Jahren bin ich in Wien, aber das Instrument habe ich vor 37 Jahren so angefangen zu lernen. Und wann sind Sie zum ersten Mal wieder nach Iran zurückgekommen? Vor 56 Jahren. Also einmal nur. Außerdem war mit Castro und seine Freunde waren bei Emira. Ich habe am Anfang kurz angeführt, dass eine Kerstin hat mich darauf angesprochen, eine kleinere Ramen-Trommel auch nicht nur in Iran gibt, sondern in Aserbaidschan, in Khorasan, in Afghanistan, heißt Daire. Auch in Tadschikistan. Daire ist in Zentralasien ist es sehr relevant. Die Daire ist kleiner, hat viel weniger Schäden im Hintergrund und meistens der Sänger, die Sängerin spielt und singt. Ein sehr bekannter Name ist der Alim Kasimov aus Aserbaidschan. Also von ihm gibt es auch sehr viele Videos auf YouTube, wo er mit seiner Tochter singt und beide spielen die Trommel. Asimov ist der Nachname, mit K geschrieben. Genau. Und wie ist der volle Name? Alim, also Anton L-I-M und mit Q A. Tonbeck ist eigentlich im gesamten Nahen Osten, ist in Europa das nordafrikanische Darabuka eher relevant. Oder in Afrika ist in Österreich Djembe ein Begriff. Also man kennt das, vor allem bei beiden Instrumenten ist die Handfläche sehr wichtig. Was aber Tonbeck anders macht und herauskristallisiert, ist das Tonbeck eine spezifische Fingertechnik, Fingerfertigkeit hat, die sie von den anderen Instrumenten unterscheidet. Es gibt auch natürlich die Tabla, oder das Tabla, der Tabla in Indien mit beiden Korpus-Trommeln. Ist auch mit Handfläche und Finger, aber es ist wirklich eine andere Technik. Also ich kann später einige dynamische Effekte und Fingerfertigkeiten auf Tonbeck zeigen, Elemente, die wir haben. Aber in Wahrheit ist dieses Instrument ein dynamisches, melodisches Instrument, was aber zuerst als Begleitinstrument, vor allem mit Tar oder in der persischen klassischen Musik, vorkommt. Ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, 11 Jahre alt, als ich dann richtig in eine Musikschule, in eine Trommelschule gegangen bin. Obwohl mein eigener Onkel mutterlicherseits ein sehr berühmter Tonbeck-Spieler und Tonbeck-Meister ist im Iran. Aber nachdem familiär immer Probleme war, und familiäre Probleme gibt es auch im Iran, sehr früh brach die Verwandtschaftsbande zwischen mir und ihm. Aber ich hab immer Sehnsucht gehabt nach Tonbeck. Und mein Papa ist ein Komponist und er ist ein Violinespieler und Stehgeigerspieler. Mein Bruder hat früh genug mit ihm Violine begonnen und das hat mich nicht mehr interessiert, weil ich bin mit Geige aufgewachsen. Und mein Opa väterlicherseits hatte, diese Instrumente gibt es nicht mehr in mir. Er hatte einen Trommel aus Blech. Also das gleiche Bild, aber sehr alt. Und als ich ihn besuchte zum Neujahr, zum Nowruz am 21. März im Westen Irans, Malaya, er war ein sehr herziger Violinspieler, er war ein Lehrer, Musiklehrer.
Und er hat gespielt die klassische berühmte Lieder von bekanntesten Sängerinnen. Und ich habe ihn begleitet. Aber früh genug brach die Bande, also ich konnte nicht mehr zu meinem Onkel gehen. Und dann hat mein Papa mich mit 11 Jahren zu der Musikschule gebracht, wo er auch selber unterrichtet hat. Und ich habe einfach die Trommel genommen, habe Taxi genommen in der schmutzige, laute Teheran, habe die Trommel auf meinen Schoß gegeben, bin hingefahren. Es war sehr anstrengend, hinzufahren, eine Stunde mindestens, starr. Dort lange Wartezeiten, dann hat der Lehrer 20 Minuten für mich Zeit gehabt. Und dann wieder über eine Stunde Rückfahrt und das war so einmal in der Woche für mich. Und für mich war es wichtig, dass ich das Instrument lerne. Aber das wäre jetzt eine Einführung für mich und für uns alle heute. Und dann kam ich nach Österreich und lernte ich Nariman kennen. Und 3 Tage nach meiner Ankunft haben wir uns getroffen. Ich habe Kontakt von meinem Papa gehabt, weil er zufällig Nariman kennengelernt hat und die haben gemeinsam gespielt. Er hat mir erzählt, wenn du nach Wien fährst, das ist die Adresse. Und dann bin ich mit Amirkia, meinem Bruder, zum Nariman gegangen. Und dann, obwohl ich wie gesagt aus einer musikalischen Familie komme, aber Sinn dieser Anstrengungen in Teheran wurde mir klar erst in der Begleitung von Nariman. Und natürlich, ich war 15, wo ich dann ihn kennengelernt habe, aber früh genug habe ich erkannt, wie sehr ich Musik und Trommeln gern habe, was für eine Bindung ich zu iranischer Musik aufbaue. Das hat auch natürlich dazu beigetragen, dass meine Bande zu meiner Kultur, wenn man überhaupt von Kultur reden kann, es wird immer kritisiert in den Sozialwissenschaften, Kultur darf man nicht mehr sagen, sondern ethnische Gruppe. Aber das hat eigentlich meine Identität, weil auch bei euch um Identität geht, befestigt. Das heißt, ich konnte leicht brechen. Ich glaube, wenn ich die Musik, die Bande zur Musik nicht gefunden hätte in Österreich, wäre vielleicht mein Werdegang dort, wo ich sehr unglücklich wäre. Ich sage nicht jetzt, dass ich immer Erfolge hatte in meinem Werdegang, aber die Musik war die Oase oder der Zufluchtsort, wo ich einfach kurz ausschalten konnte. Und das ist bis heute nach wie vor die Hilfe und meine Rettung. Aber gleichzeitig, ich habe natürlich immer wieder gespielt mit guten Musikern im Iran, schon als Kind. Aber erst in Begleitung mit Nariman habe ich die iranische Musik wirklich kennengelernt. Bis dahin war immer tropfenweise. Ich war auch jung, ja, obwohl vielleicht die Musiker, mein Opa war auch eine Welt für sich. Aber erst in Österreich dann verstand ich, was ist die iranische Musik, was ist die originale iranische Musik. Also ich habe meine Sehnsucht nach Originalität gehabt. Und unsere Konzerte in und im Ausland in den letzten Jahren und die Erinnerungen, die schleifen die Identität eines Menschen. Eine Erinnerung, die ich bis heute nie vergesse mit Nariman ist, wir hatten mal einen Auftritt in Frankfurt und es war glaube ich 6 Uhr in der Früh, mussten wir im Flughafen Wien uns treffen und dann nach Frankfurt fliegen und dann lange Zugfahrten. Und diese Erinnerung, das erzähle ich immer überall, wo ich kurz jemandem was erzähle. Und nachdem der Flieger startete, das war dann um 7, wir waren auch müde. Und ich weiß es von unseren Tournees und Reisen, dass Nariman selten ohne Musik aushaltet. Also er spielt immer wieder. Und dann hat er im Flugzeug gesagt, du lass uns spielen im Flugzeug. Und dann ist er aufgestanden, hat sein Instrument rausgebracht. Alle haben geschlafen, die Passagiere. Und es waren 2, 3 Stewards. Und ich war natürlich ein bisschen beängstigt. Über die Wolken, die Sonne kommt hinab. Und dann habe ich gesagt, na, dann spiele ich. Warum nicht? Und dann bin ich aufgestanden, vis-à-vis zum Sitzreihe. Und dann habe die Trommel, wir haben wirklich bis zum Flugzeug dann, die Warnung kommt, es reicht. Also die Gurte zu machen, haben wir eine Stunde über die Wolken gespielt. So eine Erinnerung zum Beispiel verändert mich im Nachhinein, weil ich muss das nicht laut schreien,
aber ich kann es immer in meinem Herzen wiederholen. Diese Erinnerung habe ich und damit kann ich immer viel was anfangen. Das bereicherte meine Musik. Und wie gesagt, obwohl ich am Anfang erzählt habe, dass das Instrument Mitte des letzten Jahrhunderts salonfähiger wurde und als Soloinstrument sich etablierte, ich war auch früher der Meinung, ich möchte ein Solist sein. Also als Trommel, Percussion-Musiker berühmt sein und ich möchte individuell etwas aus diesem Instrument machen. Je mehr ich aber tauchte in die iranische Musik, ich habe auch inzwischen, ich sage auch einen kleinen Spagat gemacht in der Jazz- und Boat-Musik, drei, vier Jahre, während ich mit Nariman gespielt habe, in einer anderen Gruppe namens Soda. Und der Oliver Steger ist ein sehr guter Kontrabassist. Ich habe mit ihm eine Zeit lang auch musiziert. Dieser kleine Spagat hat mir wieder die Bedeutung von der iranischen Musik klar gemacht. Ich war ein passiver Musiker in dieser Zeit. Und bis ich wieder quasi Erkenntnis gewann. Im Iran sagt man Soluk. Ich habe irgendwie diese Sehnsucht gebracht wieder nach iranischer Musik für eine Zeit lang, wo ich erkannt habe, na, das ist meine Identität nach wie vor und sie ist unübersetzbar. Also die Musik, die wir spielen, kann man nicht übersetzen wie auch die Musik aus Japan oder China, weil das kommt einfach direkt an und trifft jedes Ohr und natürlich die Musik hat Resonanz und das verändert was und das ist immer für mich eine Erkenntnis. Wie gesagt, ich betrachte mich, mein Ziel ist heute nicht mehr ein berühmter Solo-Musiker sein. Das habe ich längst aufgegeben, sondern ich finde die Vervollkommung meiner Musik bzw. die Visualisierung von was ich spiele in der Melodie, was Nariman spielt. Also es ist, wie du gesagt hast, Es sind sehr oft Improvisationen, die wir spielen, die aber nie in dem Unterbewusstsein sich einmal getroffen haben, aufeinander getroffen sind. Aber wenn man es nach außen bringt, klingt, als ob es längst lange geübt wäre, was nicht der Fall ist. Und ja, zu meiner Studium, also ich bin jetzt im Masterstudium, letztes Semester Kultur- und Sozialanthropologie, also ich bin ein Kollege von euch, aber im KSA und ich schreibe, meine Bachelorarbeit habe ich für Masterarbeit übertragen, ich schreibe über Einfluss der Migration auf Identität, Handeln und Denken der in Wien lebende Iranerinnen und Iraner. Also was macht die Migration, was macht dieser Schnitt im Leben eines Menschen? In meinem Fall war es kein Zwangsexil, es war eine Sehnsucht, nicht im Iran die Matura zu machen. Und ich bin immer wieder nach Iran gereist. Mittlerweile, wie du es einmal gesagt hast, die Waage meines Lebens ist auch so, dass Österreich-Anteil überwiegt den Iran-Anteil, also ich bin über die Hälfte meines Lebens da. Früher war noch Iran gewichtiger und genau dieses Bild habe ich auch in meiner Masterarbeit mitgenommen und habe sehr viele Interviews gemacht und mich interessiert wirklich, also was passiert mit einem Menschen, der seine Heimat verlassen muss oder verlässt, um in einem anderen Kontinent zu leben. Und natürlich Musik spielt eine gravierende Rolle. Und zum Rhythmus hat Nariman schon gesagt, also 6/8 ist die Identität der iranischen Musik. Auch kann man sagen, also mit 6/8 wächst man auf, man kann blind tanzen, wenn 6/8 gespielt wird. Nachdem ich kein Musikwissenschaftler bin und wirklich eher aus Erfahrung gespielt habe, möchte ich keinen Rhythmus hier schreiben, eher einige Beispiele vorspielen, verschiedene 6/8-Formen, die wir haben, und dann können wir vielleicht noch ein Stück gemeinsam spielen oder Pervo Jackie sucht aus. Ja, zuerst
Du kannst auch erzählen, woher die Namen kommen. Tombak, was bedeutet Tombak? Genau, das ist eine sehr gute Idee. Übrigens, Tombak wird auch Sarbe bezeichnet. Das ist aber kein richtiger Ausdruck, weil Sarb bedeutet wortwörtlich Schlag. Sarb, aber es ist jetzt kein Schlaginstrument. Aber es ist ein gängiger Name, ich sage auch ab und zu Sarb. Tombak besteht, also diese, der Name Tombak kommt aus zwei Symbolen, die auf Ton, auf das Instrument zu spielen sind. Wenn ihr genau zuhört, hört man diese zwei Teilungen, Tom und Back. Und eine Spezifität ist, ich bin Linkshänder, ich spiele mit der rechten Hand, mit der linken Hand. Rechtshänder halten das Instrument so auf dem Schoß. Und das ist der Tom-Symbol. Hört sich wie Tom an. Mein Tom. Und Back ist, wenn ich mit dem Ringfinger, mit dem letzten Glied von meinem Handgelenk und einfach Kraft von meinem Ringfinger verwende. Oder die andere Form. Das heißt, zusammen vereint ist Tombak. Wie gesagt, übrigens über diese Öffnungen wollte ich noch kurz reden. Heute gibt es Tombaks, die mechanisch stimmbar sind. Das heißt, es werden im Korpus eingearbeitet. Man kann dann mit einer gewissen Schraube Membran spannen oder noch entspannen. Also spannen oder entspannen. Ich bin selbst persönlich nicht für diese mechanischen Tonbags, nicht nur weil sie sehr teuer sind, unfair teuer sind, weil das ist sehr schwer, wenn ein Tonbagspieler das immer stimmen muss. Es wird immer nach Gefühl gespielt und das Instrument wiegt auch sehr viel. Wenn Tonbag mechanisch, es ist noch mehr Gewicht da. Dieses Instrument habe ich lange gesucht nach diesem Instrument und bin durch Tipp eines Freundes in Teheran fündig geworden. Das ist aus Maulbeere, wie gesagt, und ähnelt einer der ältesten Formen von Tombak. Die heutigen Tombaks meistens haben einen rundere Korpus, was optisch sehr, sehr schön ist, finde ich auch, aber für Klangqualität diese Form ist optimal und es ist auch wichtig, wie hier von innen geschnitzt wird und es ist relativ noch viel Masse drin und das macht viel aus für den Klang. Also die untere Öffnung ist dort, wo der Bass rauskommt. Daire ist der Name von dem kleineren, was ich auch zu Hause hatte, aber vergessen habe mitzunehmen. Daire bedeutet Kreis. Also Kreisform. Und dieses Instrument ist einfach in der Technik. Herausforderung ist die Haltung und die Position, weil diese Öffnung, dieser Halbkreis, den ich hier habe, ist dafür, dass ich einfach mit zwei Fingern hinein und halte und dann mit meinem Daumen quasi das Gleichgewicht das Instrument habe. Und wie gesagt, die Schellen sind hier sehr, sehr effektiv. Also dieses und die Daire und Daf haben fast die gleiche Technik. Auf Daf spielt man hauptsächlich die zwei, also Tom, dann Back und dann unten heißt O oder hört sich auch wie ein O an. Was auch Tombak ein bisschen anders macht, ist die Dynamik auf Membran.
man schnippt sehr oft auf Tonband, also dann der Wirbel, auf Persisch Riz, könnt ihr auch schon R-I-Z, auf Deutsch kann man sagen, der Wirbel ist Dynamik, wenn man schnippst oder mit diesem Finger hinunter geht. Oder die Besen. Oder das Lachen. Und die Tehrani-Schule, ich habe es, wie gesagt, muss ich noch lernen, verbindet man gerne Ring. Das heißt, diese, ich habe gedacht, vielleicht fragt mich jemand, warum hier diese Linien gibt. Die haben keinen Einfluss auf Ton, sondern die werden benutzt. Wobei es wäre optimal, wenn es hier wäre, dann kann man besser das zeigen. Und dann Elemente, die man auch auf dem Korpus spielt, wie ich heute gespielt habe. Oder mit den Fingern. Ja, also wenn ihr Fragen habt oder das Instrument anschauen wollt, könnt ihr jederzeit herkommen und ich gebe es durch die Menge. Ja auch viele Stücke zusammengespielt mit der Rahmen Trommel und der Tanz. Ja. Ja. Volksmusik wird normalerweise mit DAF oder Daire begleitet. Es gibt ein paar Rhythmen. Byzantin, so, ja, das hast du gesagt. Stimmt. Ja, wie gesagt, 6 Achtel oder 6 Sechsel. Das kommt sehr oft vor. Und 2 Viertel natürlich. 4 Viertel. 8 Achtel. Und was hier weniger vorkommt, die sind auf Persisch, sagt man, lang. Rhythmen, lang, wie Tamerlang. Lang bedeutet hinkend. Also in Europa sagt man ungeraden. Ungeraden Rhythmen. Wie 7 Viertel oder 7 Achtel oder 5 Viertel. So, die sind, die kommen oft vor. Ein Beispiel. Was wir zuerst gespielt haben, war 6 Achtel oder 6 Sechsel. Also jetzt ein Siebener. Also man kann so Jek, do, se, char, jek, do, se, jek, do, se, char, jek, do, se, jek, do, jek, do, se, jek, va, do, va, jek, do, se, jek, va, do, va, jek, do, se.
Sehr gut tanzen damit.
auch sehr traditionell. Und eine Form namens Char Mesrab. Also Char bedeutet wieder vier. Es bedeutet so, einmal wird auf der Melodieseite geschlagen und viermal in Bordunseite. Jedes Sechar, jedes Sechar. Was wir ganz am Anfang gespielt haben, das war S-Wahn auf F. Und das war so: 6 Achtel, aber so geteilt: 2 plus 4. Jekdo, jekdo, secha, jekdo, jekdo, secha. Jekdo, jekdo, secha. Sehr gerne, also mit dieser Form. 2 plus 4. Gibt es noch was angesagt? Es gibt auch Zehner zum Beispiel, also 2 Fünfer, zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ist aber dann nicht mehr üblich. Also hauptsächlich 2er und 6er sind in der traditionellen Musik, zum Beispiel. Mission Impossible hat diesen Zehner, gell? Oder es gibt auch eine 7er verschiedene Teilungen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 oder 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Zum Beispiel. Neuner natürlich auch zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sehr ähnlich wie in der Balkanregion. Zum Beispiel, wir machen noch ein 16er, ein 6/8, ist das, was wir vorhin gespielt haben. Die iranische Kolleginnen grinsen, wenn ich das spiele. Das erzeugt wirklich ein Grinsen, weil wirklich in der Tanzmusik ist das sehr üblich. Also wie Nariman am Anfang gesagt hat, nicht in 2, sondern in 6er. Das ist halt meine Schnipsen, also das brauche ich. Oder der Wirbel. Ja. Von meiner Seite sind wir, bin ich fertig. Ja. Gibt es da verschiedene Pattern beim Spielen oder kann es sein, wenn er das gleiche spielt, dass beim nächsten Mal wieder was anderes spielt oder so? Oder ist das immer fest? Nein, es sind verschiedene Patterns, wie du gesagt hast. Also zum Beispiel
Das kann man natürlich dann mit Melodie am besten zeigen, aber in Sechser, Achtel, das ist auch ein Sechser. Ist das gleiche wieder? Vom Rhythmus ist das gleiche. Ist wieder das gleiche vom Rhythmus. Aber Patterns. Wir haben jetzt gerade Unplugged gespielt, sehr oft hilft auch die Effekte mit Mikrofon besser zu verdeutlichen. Ich bin nach wie vor auf der Suche eines guten Mikrofons, also wirklich, was wirklich passt für Trommeln. Ich habe bis heute, die meisten Mikrofone in der westlichen Welt sind eher für Schlagzeuge und Bassdrum, also das Instrument ist nach wie vor Djembe und Darabuka sind viel mehr in der Bewusstsein in Europa. Aber ich denke mir, es braucht einfach Zeit. Und die Technik ist auch natürlich auch total anders. Gehen. Also zum Beispiel ein arabischer Rhythmus, ich spiele. Aber ich spiele das total mit iranischer Technik und es klingt ganz anders. Iranisch ist das. Viel mehr Finger dabei, ist aber natürlich subjektiv, was ich sage, und es ist andere Technik und andere Tonqualität. Aber wie gesagt, wenn jemand möchte, kann das Instrument jederzeit halten oder auch probieren. Danke. Nächstes Mal hier.